Herzlich willkommen zum vierten Teil der Spiroergometrie-Reihe. Stehen geblieben sind wir bei der Ermittlung der spiroergometrischen Parameter. Bereits kennengelernt haben wir die vier messbaren Parameter, das Atemminutenvolumen, die Sauerstoffaufnahme, die Kohlendioxidabgabe und die Atemfrequenz. Aus den messbaren Parametern können wir dann folgende Parameter errechnen. Wir beginnen mal mit dem respiratorischen Quotienten. Gemeint damit ist der Quotient aus der Kohlendioxidabgabe und der Sauerstoffaufnahme eines Menschen. Der Name Quotient sagt ja schon, dass wir einen Bruch haben. Und zwar rechnen wir das abgeatmete Kohlendioxidvolumen durch das aufgenommene Sauerstoffvolumen. Man könnte meinen, dass der respiratorische Quotient nie über den Wert 1 hinausschießt, denn ein Auto verbraucht immer so viel, wie es schluckt. Allerdings haben wir im letzten Tutorial ja kennengelernt, dass Kohlendioxid auf zwei Arten hergestellt werden kann. Einerseits über den oxidativen Metabolismus, sprich in den Körperzellen wird zur Energiegewinnung Sauerstoff in Kohlendioxid umgewandelt. Andererseits kann Kohlendioxid entstehen aus der Pufferung von Laktat bei höheren Belastungsintensitäten. Es ist bekannt, im anaerob-laktaziden Bereich entsteht Milchsäure und so entsteht zusätzlicher Kohlenstoffdioxid. Bei einem respiratorischen Quotienten von über 1,1 kann man von einer Ausbelastung des Probanden bzw. Patienten sprechen. Im Ruhezustand werden überwiegend Fette verstoffwechselt. Mit steigender Belastung verschiebt sich die Energiegewinnung zugunsten der Kohlenhydratverstoffwechselung. Einer reinen Fettverbrennung kann ein Wert von 0,7 und einer reinen Kohlenhydratverbrennung kann ein Wert von 1,0 zugeordnet werden. Und wenn der respiratorische Quotient über den Wert 1,0 hinaussteigt, dann ist davon auszugehen, dass ein Großteil der bereitgestellten Energie bereits der anaeroben Energiegewinnung zuzuordnen ist. Es liegen jedoch in der Regel Mischverhältnisse vor, für die anhand des respiratorischen Quotienten Fett- und Kohlenhydratanteil bestimmt werden können. Jetzt eine kleine Aufgabe für euch. Bestimme den Anteil einzelner Energieträger für einen respiratorischen Quotienten vom Wert 0,8. Um diese Frage zu beantworten, gehen wir mal eine Folie zurück. Wir wissen, ein Wert von 1 entspricht ungefähr einer reinen Kohlenhydratverstoffwechselung und ein Wert von 0,7 einer reinen Fettverbrennung. Wir kennzeichnen die drei Zahlen in einen Zahlenstrahl und wir finden heraus, dass sich ein Verhältnis von 33,3% Kohlenhydratverbrennung und 66,6% Fettverbrennung ergibt. Die alleinige Verbrennung von Eiweiß würde ebenfalls zu einem respiratorischen Quotienten von 0,8 führen, stellt jedoch in den meisten Fällen keine zu berücksichtigende Einflussgröße dar. Verbleiben noch drei errechenbare Größen. Weiter geht's mit den Atemäquivalenten für Sauerstoff und Kohlendioxid. Hier wird also das Atemminutenvolumen durch die Sauerstoffaufnahme bzw. Kohlendioxidabgabe gerechnet. Das Atemäquivalent gibt die Menge eingeatmeter Luft an, die notwendig ist, um 1 Liter Sauerstoff in das Blut aufzunehmen bzw. 1 Liter Kohlendioxid zu erzeugen. Hier seht ihr noch einmal die beiden Formeln. Erstere für das Atemäquivalent für O2, sprich für Sauerstoff, und zweitere eben für Kohlendioxid. Das Atemäquivalent für Sauerstoff in Ruhe beträgt ca. 25. Das heißt, es werden etwa 25 Liter Atemluft zur Aufnahme von 1 Liter Sauerstoff benötigt. Kommen wir nun zur letzten errechenbaren Größe, dem Atemzugvolumen. Damit gemeint ist die Luftmenge, die bei einem Atemzug ein- bzw. ausgeatmet wird. Und jetzt schalten wir mal zurück. Wir kennen bereits das Atemminutenvolumen, welches sich mittels dieser Formel hier errechnen lässt. AZV mal AF. AZV ist das Atemzugvolumen. Und jetzt, meine Damen und Herren, ist euer mathematisches Geschick gefragt. Wie lässt sich daraus das Atemzugvolumen berechnen? Und die Antwort lautet durch Umstellung. Wir rechnen das Atemminutenvolumen durch die Atemfrequenz, setzen dafür bereits bekannte Werte ein. Atemminutenvolumen hatten wir 9000 Milliliter, sprich 9 Liter, herausbekommen und die Atemfrequenz ist bei normalen Erwachsenen ungefähr 15 Atemzüge pro Minute. Das heißt, wir erhalten ein Atemzugvolumen von 600 Millilitern. Und damit verabschiede ich mich auch von euch. Tschüss und auf Wiedersehen.